Hallo zusammen, ich grüße euch. Münster ist eine Studentenstadt und die Studienplätze sind heiß begehrt, vor allem bei den Medizinern. Selbst mit einem Numerus Clausus von 1,0 ist es nicht sicher, dass ein Abiturient in Münster angenommen wird. Zusätzlich müssen noch Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren überwunden werden. Aber wenn man das alles dann erstmal hinter sich gelassen hat, dann profitiert man von einer spitzenmäßigen Ausbildung an der WWU. Wir sind für euch mal ins Studienhospital gegangen und haben geschaut, wie die Studenten in Theorie, aber vor allem auch in der Praxis ausgebildet werden. Nach wie vor kann man flimmern, ich dehydriere und schock. 2. 1 Milligramm Tupfer, bitte schnell. 2. Eine Szene aus der Notaufnahme, so wie sie deutschlandweit jeden Tag in Krankenhäusern stattfindet. Der feine Unterschied: Die Ärzte sind Medizinstudenten und der Patient in diesem Fall eine Puppe. Wir befinden uns im Studienhospital Münster, das Hauptanliegen dieser Einrichtung. Durch gezielte und praxisnahe Kurse Werte zu vermitteln, die ansonsten im theoretischen Studienalltag auf der Strecke bleiben würden. Dr. Henrik Friedrichs, ärztlicher Leiter des Studentenhospitals, weiß, wie wichtig das praxisnahe Lernen ist. Also hier werden die Studenten in praktischen Fertigkeiten primär ausgebildet. Das sind die Dinge, die sie am besten als Arzt sofort können sollen, aber auf die man natürlich auch ausführlich vorbereitet werden muss. Denken Sie an das Legen einer Venenverweilkanüle beim Patienten oder auch Patientengespräche zu führen, die Patienten zu untersuchen. All das muss man natürlich auch ausführlich erlernen. Das Besondere: Alle Apparaturen sind funktionstüchtig und auf dem neuesten Stand der Medizintechnik. Der besondere Clou: Die ganze Szenerie kann von Dozenten und Kommilitonen in einem Nebenraum hinter Spiegelglas beobachtet und bewertet werden, ohne dass die Übungsteilnehmer im Behandlungsraum etwas davon mitbekommen. Zudem werden zwecks späterer Auswertung die Übung gefilmt und den Studenten per USB-Stick mitgegeben. Diplompsychologin Janina Sensmeier kennt die Vorteile solcher Übungsmöglichkeiten genau. Sie sollen schon lernen, möglichst sehr authentisch in authentischen Situationen sich zu befinden. Und durch diesen Spiegel entsteht wirklich die Situation, dass sie sich alleine fühlen in dem Raum. So soll das auch sein. Und dass alle anderen aber ganz real mitgucken können. Wir haben sogar den Eindruck, dass die Studierenden, die hier sitzen und mitgucken, sehr, sehr viel aufmerksamer sind und noch mehr lernen, als die, die wirklich sich in den Situationen in dem Raum befinden. Ich vermute, das kommt daher, dass jeder Studierende weiß, er muss anschließend da auch rein. Und unsere Studierenden möchten das schon gerne gut machen und versuchen, sich möglichst viel abzugucken schon von den vorherigen Situationen. Und die Aufmerksamkeit ist extrem hoch. Und so wird neben theoretischen Inhalten auch selber Hand angelegt. Sei es das gegenseitige Blutdruckmessen oder aber auch die Simulation von Einschränkungen im Alter. Studentin Franka Wienand studiert im 5. Semester Medizin und erfährt diese Problematik am eigenen Körper. Man kann die Knie nicht so richtig beugen, also mehr als so geht nicht. Und der Rücken ist so steif und dann muss man so quasi einmal aus der Hüfte rausheben, um überhaupt auf eine Stufe drauf zu kommen. Also es ist wirklich ziemlich erstaunlich, weil man wirklich nur so das, was genau vor einem passiert, mitbekommt. Und alles andere, also ich habe hier wohl wen an der Hand, aber ich sehe gar nichts von dem. Und es ist auch irgendwie anstrengend. Der Pulli ist, glaube ich, auch zu dick, aber irgendwie ist es auch insgesamt ziemlich anstrengend. Auch wenn die Atmosphäre gerade bei solchen Übungen locker und lustig ist, der Lerneffekt ist groß und die Erfahrung am eigenen Körper sensibilisiert die angehenden Mediziner für ihr späteres Berufsleben. Patienten und ihre Beschwerden besser einordnen zu können. Das ist das Hauptanliegen, so Dr. Henrik Friedrichs. Es gibt zwei wesentliche Aspekte, die wir hier beibringen. Einmal, dass man über den Patienten Informationen gewinnt. Und zwar ist das ja so, dass man Patienten auch teilweise unangenehme Dinge fragen muss. Stellen Sie sich vor, Sie müssten nach Alkoholkonsum fragen, nach teilweise auch sexuellen Gewohnheiten. Das sind schwierige Fragen und trotzdem ist man als Arzt auf wahre Informationen angewiesen. Und dazu müssen Sie ein besonderes Verhältnis zu dem Patienten schaffen.
Sie haben ja einerseits die Schweigepflicht, die schon vieles ermöglicht, aber auf der anderen Seite müssen Sie natürlich ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufbauen. Sie müssen die Fragen gut stellen, sodass Sie auch wirklich wahre Antworten generieren können, um darauf dann Ihre Diagnose und nachfolgend auch die Therapie aufbauen zu können. Zurück zu Franka. Nachdem der Weg zurück die Treppe hinunter gemeistert ist, folgt auch schon das nächste Hindernis, die Pilleneinnahme. Für ältere Personen stehen solche Sachen auf der Tagesordnung. Wie schwer es jedoch ist, eine solche Situation erfolgreich zu meistern, erfährt ein junger Mensch nur mit solch speziellen Anzügen. Dementsprechend fällt auch das Fazit von Franka aus. Ich darf mal eben noch hier meine Ohrstöpsel entfernen. Also es mit dem Hören fand ich ging. Und dass man sich nicht so gut bewegen kann, damit hatte ich irgendwie auch gerechnet. Aber dass man wirklich nur so ein Stück sehen konnte, das war echt irritierend. Dass man immer so, also wirklich den ganzen Körper mitbewegen musste, um irgendwie so ein bisschen sich zu orientieren. Das war schon ziemlich heftig. Also wenn er jetzt hier meine Hand losgelassen hat und ich so ein bisschen daneben geguckt habe, konnte ich nicht sagen, ob er da ist oder nicht. Das fand ich eigentlich am irritierendsten, muss ich sagen. Und während Franka aus ihrem Anzug befreit wird, geht's für manch anderen erst einmal los. Die Herausforderung Alltag. Ja, bevor wir jetzt ins wohlverdiente Wochenende starten, haben wir noch eure Highlights der Woche für euch zusammengetragen. Wir waren mal wieder auf Münsters Straßen unterwegs und wollten von euch wissen, was diese Woche für euch besonders gut war oder ob ihr euch vielleicht sogar über etwas aufgeregt habt. Mein Highlight der Woche? Ich habe Urlaub, ich konnte die ganze Woche ausschlafen. Aber es ist eigentlich schön, dass Schnee liegt. Ich wohne in Gievenbeck und da liegt richtig hoch Schnee. Gestern gab es lecker Mittagessen in der evangelischen, Studentengemeinde. Das war schon super. Mein Highlight der Woche. Ich habe gar kein Highlight der Woche, weil ich den ganzen Tag arbeiten muss. Oh Gott. Dass ich jetzt nach Hause fahre vielleicht, in die Heimat. Nach Bad Bentheim. Zu meiner Familie. Kraft tanken. Dass ich mal wieder nach Münster gekommen bin. Das war das Highlight. Shoppen oder so. Irgendwas. Mein Highlight der Woche? Oh ja. Das Wochenende, ehrlich gesagt. Heute früh frei zu haben. Ich habe gerade meine Portfolios zum Druck gegeben. So, jetzt wünsche ich euch allen ein schönes, erholsames Wochenende und hoffe, dass ihr auch am kommenden Montag wieder einschaltet, hier bei Center TV. Und bis dahin schaut doch auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Hier nehmen wir auch gerne Themenvorschläge von euch entgegen. Und das war's jetzt wirklich für heute. Macht's gut und bis dann.